Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen im Kölner Stadion. 59.000 Zuschauer füllen dieses Stadion fast bis auf den letzten Platz. Der veranstaltende Club, der 1. FC Köln, hat 3.000 Karten nicht verkauft, um jedem eine optimale Sicht zu geben. Etwa 10.000 der 59.000 dürften Italiener sein. Ich weiß nicht, ob der Scherzbold recht hat, der sagt, heute Abend gibt es in ganz Köln keine Pizza mehr zu essen. Wie dem auch sei, eine prächtige Stimmung zu Frühlingsanfang bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das sind die äußeren Bedingungen. Dazu ein Rasen, der sich unter den gegebenen Witterungsverhältnissen in vorzüglichem Zustand präsentiert. Gestern hat Inter Mailand hier anderthalb Stunden trainieren können und man hat dem Rasen eigentlich so gut wie nichts angemerkt. Ich kann Ihnen sagen, dass alle Asse auf beiden Seiten mit dabei sind. Sie werden jetzt feststellen, dass das so ist, wenn wir Ihnen die Mannschaftsaufstellungen zeigen. Beim 1. FC Köln also alle die, die vorher verletzt waren, dabei. Kapitän Klaus Allofs ebenso wie Stefan Engels und Hans-Peter Lehnhoff. Die Mannschaft also, die sich vor 14 Tagen im Hinspiel so großartig schlug. Und die großen Hoffnungen der Kölner ruhen natürlich auf Pierre Littbarski mit der Nummer 7. Er, der ja in der Bundesliga noch gesperrt ist, darf hier im UEFA-Pokal Viertelfinal-Rückspiel mit dabei sein. Und ihm gilt natürlich auch ein besonderer Gruß der Fans in Rot-Weiß. Das sind die Vereinsfarben des 1. FC Köln. Auf der Ehrentribüne auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der ebenfalls hier mit herzlichem Applaus begrüßt wurde. Links neben ihm der Präsident des 1. FC Köln, Peter Weyand, der sich über eine Rieseneinnahme von brutto 1,7 Millionen Mark freuen darf. Die höchste in der Geschichte des 1. FC Köln. Die italienische Aufstellung: Inter Mailand mit Walter Zenga im Tor. Das war und ist vielleicht sogar noch das einzige Fragezeichen bei Inter, dem zwölfmaligen italienischen Meister. Brady, Liam Brady mit der Nummer 10, der irische Nationalspieler, der Spielmacher von Inter Mailand, ebenfalls mit dabei. Und Causio, von dem man ursprünglich annahm, er würde erst die Ersatzbank drücken müssen, spielt von Anfang an. Causio, der 36-Jährige, der im Hinspiel das 1:0 erzielte. Karl-Heinz Rummenigge mit der Nummer 11. Sie haben ihn gelesen und wissen dann, dass seine Schienbeinverletzung ebenfalls so weit behoben ist. Hier haben wir ihn, dass seinem Einsatz nichts im Wege stand. Gestern hat er anderthalb Stunden voll trainiert und es gab eigentlich überhaupt keine Probleme für den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Inter Mailand also traditionell in Blau und Schwarz und der 1. FC Köln ganz in Weiß, angeführt beide Mannschaften vom belgischen Schiedsrichter Alex Ponet aus Brüssel, übrigens ein früherer Fußballprofi von Anderlecht. Hier haben wir ihn. Links Altobelli, der Sturmführer der Mailänder. Rechts Klaus Allofs, also die Torjäger, gleichzeitig auch Kapitäne, hüben wie drüben. Alessandro Altobelli hat in der Lega Nazionale in dieser Saison schon 10 Treffer erzielt. Klaus Allofs, daran erinnern Sie sich sicherlich, liegt in der Bundesliga-Torjägerliste an zweiter Stelle mit 15 Toren. Das unparteiische Team aus Belgien, gerade Alex Bonnet, genießt bei den Kölnern einen guten Ruf, nachdem er im September 1982 in einer sehr hitzigen Atmosphäre das Wiederholungsspiel bei AEK Athen für die Kölner sehr ordentlich über die Bühne brachte. Nicht zuletzt deswegen gewannen die Kölner dann auch mit 1:0.
Das ist Walter Zenger, er ist es tatsächlich. Bis zuletzt hatten wir Zweifel, denn er hat eine starke Leistenzerrung noch mit ihr hergebracht, aber auch sie scheint soweit behoben. Der 1. FC Köln hat Mittelanstoß. Uwe Bein am Ball, neben ihm Libarski. Das Spiel läuft. Ferry. Barisi. Altobelli. Freistoß für Inter. Liam Brady. Steiner. Und Bein. Engels. Geils. Stefan Engels. Mit seinem schwächeren rechten Fuß. Kolovati und Baresi gegen Hartwig. Rummenigge von Prestin bewacht, wie schon im Hinspiel und wie etliche Male in der Bundesliga. Das ist Prestin. Ja, zunächst hat Alofs seinen Bewacher weggedrückt. Insofern ist die Entscheidung richtig, obwohl im Anschluss daran dann Kolovati auch ein bisschen gehakelt hat. Ferry, Causio und Kölns Libero Steiner. Bergomi, der Libero. Brady. Litbarski. Steiner. Hartwig. Dieter Prestin.
Bein. Und Geils wird ein bisschen weggedrückt von Ferry. Steiners Schuss. Die erste gute Chance für den ersten FC Köln nach 5 Spielminuten. Steiner. Lebarski gegen Bergomi, das ist interessant. Eigentlich spielt Bergomi Libero bei Inter Mailand, allerdings in der Nationalmannschaft Außenverteidiger. Insofern ist das für ihn keine ungewohnte Aufgabe, gegen den quirligen Lidbarski Manndeckung zu spielen. Klaus Allofs. Vorteil. Walter Zenger, in dem viele den künftigen Nationaltorhüter der Squadra Azzurra sehen. Prestin vor Rummenigge. Und wieder Bein. Lenov. Erster Eckball für den ersten FC Köln. Dachte ich und dachten auch die Zuschauer. Schiedsrichter Ponet verlässt sich auf den Linienrichter und sagt Abstoß. Steiner, Hönerbach, der Kölner Vorstopper, der gegen Altobelli spielen soll. Ah, mit Händen und Füßen und dann tritt er nach. Das ist der erste Platzverweis, wenn Herr Ponet Mut hat. Jawohl, richtig. Ferry, der Hitzkopf, der 21-Jährige, hat nachgetreten gegen Allofs und wird des Feldes verwiesen. Dieser Ricardo Ferri ist ein Hitzkopf, 21 Jahre alt, zweikampfstark, er übertreibt es und er hat, liebe Zuschauer, Sie haben es selbst erlebt, nachgetreten. Da gab es nichts zu Schauspielern. Hier sehen wir es nochmal. Da werden natürlich Erinnerungen wach an große Schlachten, gerade zwischen Inter Mailand und deutschen Clubs. Ich erinnere Sie an das Jahr 1971. Hier sehen Sie nochmal die Szene.
Kommentar überflüssig. Spiel läuft weiter. Engels. Und Kopfball von Uwe Bein. Der Bein, der in den letzten Meisterschaftsspielen so lethargisch wirkte, hat hier in den ersten Minuten dieses Spiels eigentlich sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht. Das ist Trainer Ilario Castagnier. Er ist natürlich jetzt sauer auf Ferri. Hier mag sein taktisches Konzept jetzt natürlich in Frage gestellt sein. Ich will in diesem Moment gar nicht groß an die Binsenweisheit im Fußball erinnern, dass es manchmal unangenehmer ist, gegen 10 Mann zu spielen als gegen 11. Die taktische Aufgabe des 1. FC Köln ist ja klar. Nach dem 1:0 von Mailand im Hinspiel benötigen die Kölner 2 Tore oder einen 2 Tore Vorsprung, um sich für das Halbfinale im UEFA-Pokal zu qualifizieren. Freistoß für Liam Brady. Innen lauert Altobelli und Rummenigge. Rummenigge, kein Abseits. Oh, 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 oh. Da hat der gute Geiz ganz schön gedrückt. Kölns Trainer Hannes Löhr. Und bei den Italienern gibt es den ersten Wechsel. Causio, der 36-Jährige, der Schütze des 1:0 im Hinspiel, muss sicherlich jetzt aus taktischen Gründen gehen. Denn Castagnier braucht jetzt einen Abwehrspieler mehr. Und da kann man sich vorstellen, was das für den 1. FC Köln bedeutet. Bini kommt hinein, das ist ein gelernter Libero, der Vorgänger von Bergomi. Hier geht Causio. Der Mann, der im Hinspiel Toni Schumacher, den Sie hier sehen, allein schlug zum 1:0 Erfolg für Inter Mailand. Geils. Brady. Da haben sie Bini zum ersten Mal am Ball. Schön gemacht von Lenov. Bein. Geiz. Er hat Probleme, der frühere Bielefelder. Freistoß für Inter. Und noch einmal. Klaus Allofs gegen Kolovati. Ja, ich vermute, dass jetzt Kolovati gegen Allofs
und Bergomi gegen Litbarski spielt, während Vili Jansiin die Rolle des letzten Mannes bei Inter Mailand übernimmt. Und Sie sehen, wie er sie versteht. Altobelli. Stein. No? Rummenigge bleibt verletzt liegen. Sie erinnern sich, dass er am vergangenen Sonntag im Lokalderby gegen den AC Milano gegen einen Bruder seines Clubkameraden Giuseppe Baresi, gegen Franco Baresi, spielte und der ihm mit einem Tritt eine 9 cm lange Wunde am Schienbein verpasste, die genäht werden musste. Rummeniges Einsatz war ja bis gestern fraglich. Erst nach dem Trainingstest sagte er, es geht. Möglicherweise hat es ihn genau da wieder erwischt. Ja, jetzt sind gut 15 Minuten vorbei, schon 16 Minuten. Da ist eine Menge passiert, auch wenn es noch 0:0 steht, meine Damen und Herren. In der 5. Minute rettet Kolovati auf der Linie. In der 9. Minute der Platzverweis für Ferri. In der 10. Minute die zweite Chance für die Kölner beim Kopfball von Uwe Bein. Altobelli. Freistoß. Das war bei uns gar nicht zu hören, der Pfiff von Schiedsrichter Ponet. Torentfernung 2,23 Meter. Brady ist ein gefürchteter Freistoßschütze. Von Karl-Heinz Rummenigge wissen wir das. Die beiden stehen am Ball. Das war Giampiero Marini, der 34-Jährige. Er erzielt das 1:0 für Inter in der 18. Spielminute. Hier sehen wir es nochmal. Ganz kurz die Abwehrmauer ausgetrickst und dann der Schuss von Marini, einer der Weltmeister im Team von Inter Mailand. Jetzt der Älteste, nachdem Causio raus ist. Und er bezwingt mit diesem überraschenden Schuss Toni Schumacher. Aber das Gerangele geht weiter, meine Damen und Herren. Da liegt Alessandro Altobelli auf dem Rasen. Verschnaufpause oder Verletzung. Schiedsrichter Ponet aus Brüssel schaut auf die Uhr. Und Sie alle werden sich das jetzt schon gesagt haben. Jetzt muss der erste FC Köln 3 Tore schießen, um mit 3:1 in die nächste Runde einzuziehen. Denn würde Köln nur 2:1 gewinnen, dann träte die sogenannte Auswärtstorregel in Kraft. Und dann würde eben dieses Tor von Marini in der 17. Minute ganz, ganz wichtig sein. Was war doch? Beim ersten FC Köln gibt es den ersten Wechsel. Uwe Haas kommt. Und Karl-Heinz Geils geht, der in den ersten 18 Minuten alles andere als gut aussah.
Da haben wir Haas. Der hätte gepasst, dieser 25-Meter-Schuss von Uwe Haas. Hier sehen wir die Szene nochmal, an Rummenigge vorbei. Aber Zenger steht im kurzen Eck. Erster Eckball für den 1. FC Köln. Pierre Lebaski wird ihn treten. Abgepfiffen. Bini. Und wieder Uwe Haas. Steiner. Prestin. Powerplay der Kölner. Aber die Räume sind eng. Und jetzt die Konterchance. Altobelli. Ja, das ist gefährlich. 3 gegen 2 jetzt. Altobelli rechts. Rummenigge. Und Prestin rettet vor Rummenigge. Das wäre der Kölner K.O. gewesen. Eckball für Inter. Liam Brady wird treten. Der 48-malige irische Nationalspieler. Oh, oh, oh. Ganz schön mutig. Steiner. Haas. Scheint sich zu lohnen, dass Hennes Löhr den kleinen Uwe Haas gebracht hat. Ja, Schiedsrichter Bonnet lässt sich auf nichts ein. Er hat also einen Mittelfeldspieler, der auch stürmen kann, für den unsicheren Verteidiger Karl-Heinz Geils gebracht. Der ja seit Wochen seiner Form hinterherläuft. Einzige Entschuldigung, die ich aber fairerweise anfügen möchte, in Bielefeld, wo er ja sehr oft gute Kritiken erhielt, spielte er rechts, in Köln musste er links verteidigen und damit kam er fast nie zurecht. Das ist Hans-Peter Lehnhoff. Wieder Haas. Hartwig. Bisschen langsam, was Bein da macht, und sofort geht Marini dazwischen, der Schütze des 1:0 für Inter Mailand. Wir bleiben dabei, meine Damen und Herren, auch wenn Sie eben vielleicht an der Anzeigetafel, ich sehe, da haben Sie es auch korrigiert jetzt, Baresi gelesen haben. Marini, der Mann mit der Nummer 8, der 34. hat das 1:0 für Inter Mailand erzielt. Und jetzt Pierre Lebarski oder Klaus Allofs. Allofs Schuss und Zenger.
gibt es eine gelbe Karte. Für Jimmy Hartwig. Oder besser gesagt gegen ihn. Er hatte bisher in diesem Wettbewerb noch keine. Uwe Bein und Paul Steiner, Uwe Haas. Alle Feldspieler in der Hälfte der Italiener. Freistoß. Abgepfiffen. Mein Bruder mit einem Bannermann getroffen bei Solingen in Alba. Alops. Alops. Er hat ihn voll getroffen, aber die Richtung stimmte nicht ganz. Da hätte der gute Zenga sicherlich nie was halten können. Schauen Sie sich das nochmal an. Voll durchgezogen. Ja, der Zenga wäre vielleicht mit dem Ball ins Tor geflogen, wer weiß das schon. Oh, Paul Steiner bleibt liegen. Nach diesem Zusammenprall beim Kopfballduell mit Rummenigge, der sich um ihn kümmert. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich wollte gerade sagen, in der Mannschaft des 1. FC Köln bräuchte es mehr solcher Kerle wie Paul Steiner, der eine ganze Menge wegstecken kann. Hoffentlich hat er sich nicht das Nasenbein gebrochen. Ganz zweifellos hat er Schmerzen. Na, Gott sei Dank, es scheint wieder zu gehen. Eher das Jochbein als das Nasenbein. So, es gibt Schiedsrichterball im Mittelkreis. Ja, da muss er gleich wieder hin, Paul Steiner. Die Italiener bleiben bei ihren Kontern mit Altobelli und Rummenigge sehr gefährlich. Hartwig. Haas. Alops. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt eine Abwehrschlacht, aber die Kölner brauchen ein Tor. Sie brauchen ja deren drei. Inter führt nach einer knappen halben Stunde mit 1:0. Durch das Tor von Marini in der 18. Minute. Jetzt der zweite Eckstoß.
Er hat zum ersten Mal jetzt ein krasser Fehlpass von Paul Steiner. Vielleicht ist er auch noch nicht wieder ganz voll da nach seiner Verletzung eben. Klaus Allofs. Schade. Der Kopfball von Bein, der wirklich heute viel aktiver ist als in den letzten Meisterschaftsspielen. Insgesamt, meine Damen und Herren, wartet ja der erste FC Köln nunmehr schon. Hier sehen wir die Szene nochmal. Es war vielleicht ein bisschen weiter weg, als die Torkamera es jetzt einfing. Alex Ponet ermahnt Walter Zenger. Mir gefällt der belgische Unparteiische ganz ausgezeichnet. Er hat dieses sehr schwer zu leitende Spiel sicher im Griff. Hier wird mit Haken und Ösen und oftmals auch die Regeln des Erlaubten überschreitend gekämpft. Aber Pierre Littbarski sieht es noch locker. Ja, das war sicherlich kein Handspiel, das zum Elfmeter führen kann. Ja, die Kölner brauchen jetzt natürlich auch ein Publikum, das weiter hinter ihnen steht. Sie zeigen bisher enormen Einsatz, um diese Riesenpechsträhne auch mal zu überwinden. Mittlerweile ja seit über 440 Minuten in Meisterschaftsspielen ohne Tor. Wobei wir also jetzt auch die beiden UEFA-Pokalspiele mit einbezogen haben. Sie kennen ja die miserable Serie in der Meisterschaft, der ja, und auch das ist typisch Kölsch, vooraufging ein 12:0 Punktekonto, das die Kölner bis auf den zweiten Platz in der Bundesliga emporkatapultierte. Und dann kam diese schwarze Serie im März. Und nun laufen sie dem Tor der Mailänder aus der 18. Minute hinterher. Da gibt es bereits die ersten Sprechchöre, die nach Strack rufen. Gerd Strack, der frühere Libero, mit dem Löhr ein Spezialtraining machte. Kopfball in Mittelstürmerposition. Und möglicherweise kommt er auch. Aber jetzt kommt Rummenigge. Freistoß für Inter. Foul von Prestin. Und das ist wieder eine ganz gefährliche Freistoßsituation. Die Entfernung war es eben auch, als Brady mit einem kurzen Querpass die gesamte Kölner Mauer aus den Angeln hob. Und dann Marini, das 1:0 gelang. Wieder steht Brady am Ball. Da haben wir Gerd Strack. Den Mann, der viel privates Pech
vielleicht auch Unvermögen in den letzten Monaten begleitete. Und dessen Form darunter sehr, sehr litt. Jimmy Hartwig. Stefan Engels. Prestin, Steiner, wieder alle Kölner tief in der Hälfte von Inter Mailand. Lenov. Das ist natürlich jetzt ganz schwer gegen diese erfahrene Hintermannschaft, die immer noch wohl die beste in Italien ist, jetzt durchzukommen. Alofs. Abstoß. Hannes Löhr. Er weiß, wie schwer das wird. Gegen den Weltmeister Colovati, gegen den Weltmeister Bergomi und gegen die Routiniers Umbini und Zenga. Schön gemacht von Kalle Rummenigge. Muss auch nicht sein, was Rummenigge da macht. Das lässt Alex Bonnet sicherlich nachspielen. Abstoß vom Kölner Tor. Noch 7 Minuten bis zur Pause. 1:0 Führung für Inter Mailand. Seit der 18. Minute durch den unbehinderten Schuss von Marini. Uwe Haas. Litbarski. Nochmal Litbarski. Hartwig, rein mit dem Ball. Die Kölner brauchen eigentlich dringend vor der Pause das Ausgleichstor. Dann müssten sie immer noch 2 machen im zweiten Durchgang. Gegen diese sicherstehende Interabwehr. Die ziehen sich ganz weit zurück. Prestin. Uwe Haas. Gesperrt von Baresi.
Indirekter Freistoß. Ja, bei solchen Situationen könnten Sie einen Gerd Strack als Kopfballspezialisten gebrauchen. Ja, das macht der Kolovati nicht zum ersten Mal. So ein Scherenschlag am Mann. Alops kommt nicht zum Schuss. Engels. Hönerbach, ja, das kann alles mal passieren. Auch in dem Bewusstsein, wie schwer das ist, dagegen die Interabwehr durchzukommen. Jetzt vielleicht. Nitbarski. Schade. Dritter Eckball für den ersten FC Köln. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, Kolovati war sofort da und auch Brady ist mit zurückgekommen. Eckball Alofs. Der Zenga ist sicher. Lenov. Und Engels hat den Ausgleich auf dem Fuß. Hier das Solo von Lenov nochmal. War nicht einfach zu drücken. Das muss man fairerweise hinzufügen. Und das sollten auch die, die da sofort pfeifen, mal bedenken. Freistoß gegen Hönerbach, der gedrückt hat. Hartwig. Steiner. Das gibt's gelb. Für Marini, den Torschützen. Er lässt das Bein erkennbar stehen. Und es gibt in der letzten Minute vor der Pause nochmal Freistoß für den ersten FC Köln. Torentfernung 27 Meter etwa. Nitbarski. Ja, meine Damen und Herren, die letzte Minute vor der Pause läuft. Das fing so gut an für den ersten FC Köln. Der Druck machte von Anfang an, als Kolovati schon in der fünften Minute auf der Linie retten musste. Später hatte Uwe Bein mit seinem Kopfball eine Riesenmöglichkeit. In der neunten Minute der Platzverweis für Ferri, seither Inter Mailand nur noch mit 10 Spielern. Aber in der 18. Minute dann die Führung für den international renommierten und routinierten Club, der jetzt kontern kann.
Altobelli. Lenov. Nicht zu halten von Marini. Und er hat gerade gelb gesehen. Noch ein Freistoß für Köln vor der Pause. Foul von Rummenigge. Hier im Rheinland sagt man, der hat den Pannen drauf gehalten. Sie haben es gesehen. Vielleicht sehen wir die Szene hier nochmal. Naja. Freistoß. Das Spiel läuft bereits in der 47. Minute. Das muss doch so eine Entfernung für Pierre Littbarski sein. Hier sehen Sie nochmal die Wiederholung. Die Lücke für Alofs war sogar fast da, aber eben nur fast. Und das ist der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Alex Ponet, der dieses schwierige Spiel bisher sehr gut geleitet hat. An ihm liegt es wirklich nicht, dass der 1. FC Köln zur Pause mit 0:1 zurückliegt durch das Tor von Marini in der 18. Minute, als sich die Kölner Abwehrmauer bei einer Freistoßfinte von Brady verladen ließ. Die Mailänder nur mit 10 Spielern, aber sicher und konsequent, manchmal auch zu hart in der Abwehr. Der 1. FC Köln weiß, dass er, wenn er wieder aus den Kabinen kommt, 3 Tore schießen muss, um noch das Halbfinale zu erreichen. Schafft er das gegen diese Mannschaft? Meine Damen und Herren, wir wollen nicht unken. Wir blenden uns jetzt hier erst einmal aus. Sie sehen gleich nach einem kleinen Spot auch noch einmal eine Torzusammenfassung des Spiels von heute Nachmittag zwischen AS Rom und dem FC Bayern München. Wir geben jetzt zunächst zurück ins Funkhaus. Und das Halbfinale im UEFA-Pokal erreichen. Der 1. FC Köln muss 3 Tore schießen und vielleicht gelingt ihm hier ein früher Treffer jetzt, Pierre Littbarski, der im ersten Durchgang stark begann, aber dann auch nicht so eingesetzt wurde, wie er sich das vorstellte. Nun kommt bei Köln Gerd Strack. Ich erzählte Ihnen eben schon, dass gestern und vorgestern Hannes Löhr mit ihm ein Spezial-Kopfballtraining exerzierte. Er wird sich jetzt sicherlich ins Sturmzentrum begeben, der frühere gelernte Libero des 1. FC Köln. Die Mailänder hatten Anstoß, die zweiten 45 Minuten laufen, wohlgemerkt also 10 Mailänder gegen 11 Kölner. Aber die Mailänder hatten das Hinspiel 1:0 gewonnen durch das Tor von Causio, der schon früh ausgewechselt wurde.
Und sie führen hier vor 59.000, davon sicherlich 10.000 Landsleuten, ebenfalls 1:0 durch den Treffer von Marin Hönerbach. Steiner. Freistoß für Köln. Für den langen Gerd Strack ist Uwe Haas, der ja eben erst eingewechselt wurde, wieder hinausgegangen. Wahrscheinlich vernünftig, denn der junge Mann hatte es gegen die Abwehrroutiniers der Mailänder doch relativ schwer. Lipaski. Hönerbach. Und da geht es zum ersten Mal in Richtung Strack. Außennetz. Ja, das wäre natürlich das Größte, wenn der Gerd Strack, der hier bittere Monate in Köln verbringen musste, jetzt das Ruder rumreißt. Sie erinnern sich an das Meisterschaftsspiel gegen Bayern München. Da hat er ja auch zwei Chancen, als er eingewechselt wurde. Eckball für den ersten FC Köln. Pierre Lipaski. Lenov. Hönerbach. Also man muss ja sagen, sie versuchen es. Da ist wieder Kampfgeist drin in der Kölner Mannschaft, die zuletzt in der Meisterschaft so schwer enttäuschte und selbst beim tabellenletzten Dortmund glatt verlor. Das ist natürlich Fußball mit der Brechstange, den die Kölner jetzt zu spielen versuchen. Wer weiß ein besseres Rezept? Hönerbach. Walter Zenger. Klar, das sind die Mätzchen, die man kennt, die sich aber Schiedsrichter Ponet nicht gefallen lässt. Donnerwetter. Gelb. Für Bini. Der damit, wenn Mailand weiterkommt, beim nächsten Spiel gesperrt sein dürfte. Denn er hat bereits eine gelbe Karte in einer früheren Begegnung kassiert. Thank you.
Altobelli. Rummenigge. Sauber von Pristin. Brady. Gefährlich. Lipaski. Schade. Hier sehen Sie es nochmal. War kein Abseits. Einwurf für Blau. Foul von Lipaski in Rummenigge. Alles nicht so schlimm. Brady tritt diesen Freistoß, mit dem Steiner nicht einverstanden war. Und wieder Marini und Rummenigge. Wieder ist Marini völlig frei. Gute Parade von Schumacher, der Kopf und Kragen riskieren muss. Rummenigge. Und wieder eine super Parade von Schumacher. Bradys Flanke. Rummenigge Kopfball. Und die Riesenmöglichkeit für Mandolini. Die Kölner gehen jetzt auch ganz schön zur Sache, das muss ich hier auch mal deutlich sagen.
Klares Foul von Prestin an Rummenigge. Und was Hönerbach da machte, war auch nicht australisch. Tja, das Maskottchen des ersten FC Köln, Geißbock Hennes, der so und so fehlte, der findet das Ganze auch nicht so komisch. Litbarski. Foul von Brady. Wieder Alofs und Litbarski. Also mit ihren Freistoßfinden kommen die Kölner nicht klar. Rummenigge. Altobelli. Gutes Konterspiel von Inter. Baresi. Mandolini. Strack. Spiel läuft weiter. Ich glaube auch, dass Strack hier eher über seine eigenen Beine gestolpert ist. Litbarski. Da marschiert jetzt Bergomi nach vorne. Ja, jetzt lässt Herr Poney sich Prestin kommen. Letzte Ermahnung, sonst gibt's Geld. Lenov. Eine Stunde, meine Damen und Herren, ist vorbei. Seit der 18. Minute führt Inter Mailand durch das Tor von Marini mit 1:0. Thank you.
Vorteil richtig gesehen von Kone. Lenov. Der fünfte Eckball für Köln. Hans-Peter Lenov, vor einem halben Jahr hat er noch in der Amateuroberliga gespielt. Klaus Allofs. Uwe Bein. Stefan Engels. Matthias Hönerbach. Kein Durchkommen. Uwe Bein. Endlich mal einer, der sich ein Herz fasst. In der 65. Minute. Das 1:1 im Kölner Stadion. Jetzt bleibt den Kölnern noch 25 Minuten Zeit, um das Spiel rumzureißen gegen 10 Mailänder. Sie brauchen aber noch 2 Tore und dürfen sich keinen Konter fangen. Und sofort sind alle Zweifler wieder zu Optimisten geworden. Lenov. Hier sehen Sie die Szene nochmal. Sicherer Walter Zenger. Wieder Uwe Bein. Bein. Und noch eins! Mensch, war das Pech. Wieder der ehemalige Offenbacher.
plötzlich explodiert er wieder. Zeigt die Gefährlichkeit, die ja für die Kölner Anlass war, ihn überhaupt zu kaufen. Hier sehen Sie es nochmal. Der hätte genau gepasst. Hand aufs Herz, liebe Zuschauer. Hätten Sie nicht selber die Kölner schon aufgegeben? Und dann sehen Sie mal, wie schnell so ein Spiel kippen kann. Spiel ist unterbrochen, weil Schiedsrichter Ponet einen Feuerwerkskörper gesehen hat, der neben Walter Zenger einschlug. Ja, hoffentlich bleiben die Zuschauer vernünftig. Eine prächtige Stimmung im Kölner Stadion nach dem Ausgleichstor von Uwe Bein. Klaus Allofs. Richtig. Ja, Zenger hat da wohl von Strack was abbekommen. Freistoß für Inter. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, möglicherweise mit dem Ellbogen. Von der Kamera nicht genau eingefangen. Rummenigge liegt da am Boden. Noch 20 Minuten zu spielen im Kölner Stadion. Vor 59.000, 1:1 der Spielstand. Die Kölner brauchen noch 2 Tore, um weiterzukommen.
Das nächste Mal gelb. Und zwar gegen Kolovati, der damit beim nächsten UEFA Cup Spiel auch draußen ist, denn er hat schon eine gelbe Karte gesehen. Auf Kölner Seite wurde Hartwig in diesem Spiel verwarnt. Klaus Allofs hat alles riskiert, das kann auch mal schief gehen. Für meine Begriffe muss weiter versucht werden, beim 1. FC Köln auch aus der zweiten Linie zu schießen. Denn nur die hohen Bälle in den Strafraum vor Zenga bringen es auch nicht. Denn dafür sind die langen Italiener zu kopfballstark. Trotz eines Gerd Strack und eines aufrückenden Paul Steiner. Freistoß für Brady gegen Steiner. War längst vorher gepfiffen. Marini, der Schütze des 1:0. FC kämpfen, fordern die Zuschauer. Mandolini. Rummenigge. Tor. Aus, aus und vorbei. Karl-Heinz Rummenigge. Bezwingt damit die Kölner endgültig, die vielleicht noch hoffen durften, gegen 10 Mailänder das Ruder rumzureißen. In der 75. Minute gelingt ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge mit diesem beherzten Direktschuss, unhaltbar für Toni Schumacher, das 2:1. Und jetzt ist natürlich alle weitere Erörterung Theorie. Denn, meine Damen und Herren, dass der 1. FC Köln gegen diese resolut, hart und überhart einsteigenden, klug postierten Mailänder noch 3 Tore schießt, das ist ja wohl selbst für Superoptimisten nicht mehr darstellbar. Schiedsrichterball. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nicht sagen, um ehrlich zu sein, warum mir Alex Poney Schiedsrichterball gab. Ich habe in diesem Moment auf die Zuschauerränge geguckt, aber es war ja wohl auch nicht so gravierend.
sechster Eckball. Und der siebte gleich hinterher von der anderen Seite. Klaus Allofs. Aufgestützt von Rummenigge. Es gibt nur einen Wurf. Ja, der Strack setzt sich sehr, sehr hart ein und sieht gelb. Vier gelbe und eine rote Karte in diesem Spiel. Und man muss wohl sagen, das alles war angemessen, was Schiedsrichter Bonnet hier gemacht hat. Wer weiß, wenn er nicht so energisch durchgegriffen hätte, ob dieses Spiel regulär und fair zu Ende gegangen wäre. Lehnhoff nochmal. Altobelli. Mandolini. Man hört die Pfiffe manchmal nicht, aber man kann sie ja ahnen. Richtig gesehen von Schiedsrichter Bonnet, da wurde Altobelli gesperrt. Indirekter Freistoß für Inter.